Also eigentlich bin ich gerade im Moment noch in meinem Vorproduktionsaufnahmemarathon. Hab gerade Syndicate Games aufgenommen, alles cool. Wenn wir jetzt HG spielen, ne? Und irgendwie, guckt, ich join auf dem EU-Server. Und eigentlich kratzt mein Minecraft auch immer ab, wenn ich jetzt hier durchgehe. Also ich gehe jetzt hier durch. So, jetzt ist nicht abgeschmiert, aber irgendwie ist ganz komisch. Und sonst komme ich irgendwie auf diese Crashed-Server. Also ich will eigentlich. Ja, ihr seht, also es ist richtig komisch. Deswegen nehme ich jetzt Ender Games auf. Weil das ist jetzt ein Spielmodus, der jetzt noch kommen kann. Und ja, machen wir das am besten. Vielleicht auch gleich hier rein. Ich habe halt. Ich weiß nicht, was für Kids. Egal, ich habe eh keine guten Kids. Ich habe nur aus Versehen manchmal mit meinen Punkten welche gekauft. Also. Trotzdem, willkommen zu einer Folge Ender Games. Ja, wie gesagt, ich bin im Vorproduktionsmodus. Ein Video fehlt mir jetzt, wenn das hier läuft noch. Wie heißt ich in Game? Cat Kid. Ah. Ra. Agro-Kind. Ist so. Mal gucken. Wieder am Armani-Sweater. Wow. Deck. Click-Speed. Ja, falls ihr noch Themenvorschläge habt für die zukünftigen Videos, schreibt sie hier auch gerne in die Kommentare. Ich habe schon in Syndicate Games und in Survival Games den letzten beiden Videos über interessante Themen geredet. Könnt ihr dabei auf jeden Fall mal vorbeischauen. Vor allem bei Syndicate Games rede ich über Zigaretten und Drogen und so ein Zeug, was ich davon halte, was ihr davon, bla, keine Ahnung, was ich sagen wollte. Jedenfalls könnt ihr da gerne reinschauen, mitdiskutieren, freue ich mich drüber. Und wir holen uns jetzt erstmal Holz. Ja, ansonsten Themen, was mir jetzt noch eingefallen ist, hat quasi geschrieben zum Beispiel, wie ich die Entwicklung von MCPP in den letzten 2 Jahren so wahrnehme. Ja, also wie ich das jetzt finde. Ich muss sagen, das neue XP-System ist eigentlich, finde ich, eine gute Sache. Wüsste jetzt nicht. Hab jetzt mich nicht so krass damit beschäftigt. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwelche Fehler gibt, irgendwelche dummen Bugs oder halt irgendwelche Abuse-Möglichkeiten. Vielleicht, dass man sich unendlich viele Credits irgendwie erhackt. Dadurch, dass man immer Ur gespielt, das jetzt kein Hack ist, aber. Aber dass man ein bisschen abusen kann, indem man vielleicht einen Hacker-Account hat, damit immer gewinnt. Und dann halt Credits kriegt und dann die Credits auf seinen Main-Account irgendwie die Kids rüberkauft. Aber ich glaube, so viel Arbeit macht sich niemand für ein paar Kids, ne? Naja, wäre auch ein bisschen komisch. Wenn es da irgendwas gibt, wüsste ich jetzt nicht. Okay. Haben die jetzt ernsthaft geteamt in so einem Spielmodus? Mal essen bitte. Habe ich ein Feuerzeug? Nee. Doch, hier habe ich Essen. Cool. Ich bin gerade Brain AFK. Ja, ansonsten im CPP gab es ja zwischendrin echt große Diskussionen, ob die sich jetzt fangen werden und so weiter. Und ich finde, im Moment sieht es doch eigentlich relativ positiv aus. Also mir macht's. Habe jetzt nicht so irgendwelche Probleme. Also ich spiele es halt nicht so aktiv, ne? Aber das, was ich so mitkriege, ist eigentlich alles relativ gut. Und finde eigentlich, haben sie es alles gut unter Kontrolle im Moment. Wenn. Ja, ich weiß echt zu wenig, um das jetzt so groß zu beurteilen. Aber ich habe im Moment überhaupt keine Probleme mit MCPP. Vor allem, weil auch die Nick-Funktion anscheinend gefixt worden sein soll.
Also das. Okay, ich habe mich eh gesneakt. Ja, trotzdem habe ich jetzt kein Fressen. Okay, das kann jetzt echt ein Problem werden. Jetzt echt nichts zu fressen gedroppt. Okay. Nicht so cool. Wird unser Held es schaffen? So, okay, jetzt muss ich aber erstmal in Ruhe raggen können. Ansonsten ist nämlich vorbei hier. Mit Ender Games. Okay, ich renne mal ein bisschen weg. Aber jetzt erstmal auch drei Fleisch, muss ja erstmal reichen. Also es wird vielleicht doch noch ein bisschen spannend. Okay, der rennt mir auch nicht hinterher. Schon wieder, aber jetzt bin ich wenigstens in Ruhe hier oben. Aber ist doch behindert. Warum macht man das denn? Jetzt so dieses Hochbauen. Ich kann mir eh nichts machen, ne? Ja, dann wird bestimmt dieser Typ jetzt gerade geflamed, weil er das hier macht. Aber. Ja, gut, so geil ist jetzt echt nichts. Ey, keine Ahnung, kannst du eh Dings kontern. Also, wozu? Macht man sowas. Gut. Wenn ich jetzt runterspringe, ne? Dann überlebe ich ja mit einem Herzen. Aber ich mach jetzt einfach Enderpearl. Kann ich ja auch machen. Weil dann endet es sonst in so einem riesen, so einer Dauerschleife, weil dann ist der nächste oben. Na gut, aber eigentlich fällt man ja runter, ne? Ich glaube, ich mache mir, wenn ich noch einen Dia kriege. Ups. Lieber Dings. Einen Dia-Helm. Ach, die kann man nicht wieder aufheben. Wusste ich nicht. Schade, dann war das jetzt doof. Ah klar, sonst wäre es ja. Voll okay, ne? Okay, da oben ist mein Gegner. Ich tue so, als wenn ich nicht sehe. Okay, er hat gar nicht geleckt. Okay, 1000 Dia-Schwert. Typisch. Okay, egal. Müsste das Glück auf unserer Seite sein. Haben wir gewonnen? Ja, wenn du Glück hast, hast du eh nicht gewonnen. Aber. Danke. So, das war's mit einer Runde Ender Games. Und während ich hier noch als Hacker dargestellt werde, ja, komm, machen wir noch eine zweite, glaube ich. Weil sonst ist echt ein bisschen knapp. Was habe ich für Kits? Was habe ich für Kits? Das kann ich auch irgendwie. Ne, 20.000. 20. Holzschwert so wie. Macht von hinten mehr Schaden, okay. Auch interessant. Enderman. Ja, genau. Enderman ist geil. Dann starten wir mal das Projekt hier. Was auch lustig war, als ich mit Keytox unterwegs war, um Leute auf dem TS zu verarschen, haben wir natürlich auch ein paar andere Leute kennengelernt. Es war nicht auf dem ersten Versuch, dass wir diese perfekten Zickzack-Leute hatten, sondern wir haben auch ein paar andere Leute getroffen, wie zum Beispiel... Welche, die haben für ein Projekt noch einen Spieler gesucht, sowas wie Varo. Nee, das war nicht Varo, das war sowas, so ein Hexit-Dings, irgend so ein Mod-Ding, ja. Haben die halt noch einen Spieler gesucht, dann haben uns halt so vorgestellt, die haben so ein Casting gemacht auf dem Gombe-TS. Und dann haben wir da halt so mitgemacht, so, er hat sich so ausgegeben, als wenn er Patrick wäre.
Und es war einfach so behindert, weil wir kamen da letztendlich nicht mehr raus, weil eigentlich waren die an sich gar nicht so. Naja, ich will, wenn halt, wenn ich welche verarsche, dann sollen es halt auch Leute sein, die es verdient haben, verarscht zu werden. Also jetzt, die anderen beiden hatten es auch nicht so verdient, aber ich fand es halt nur lustig mit dem Zickzack und mit dem Ranking. Und jedenfalls waren die letztendlich auch. Ja. Die waren halt schon ein bisschen komisch, aber halt auch nicht verkehrt, sag ich mal. Und dann kam mir echt aus der Situation nicht mehr so raus, weil, ja, was sollst du denn jetzt sagen? Erstmal so bewerben und dann sagen, ach nee, doch nicht so. Da habe ich mich so gerettet, so, weil sie verlangt haben, dass wenn beide aufnehmen müssen, ja, du Leute, das geht echt nicht. Das ist echt mega anstrengend für uns, wenn wir beide aufnehmen müssen. Deswegen können wir da leider nicht mitmachen. Und dann haben sie halt so, ja, komm, egal, mach trotzdem, weil wir hatten, also ich nicht, aber KeyTalks hatte den blöderweise den richtigen Kanal, also KompetenzGRG geschickt. Und das fand ich nicht so cool, weil ich glaube mal, dann werden die auch bestimmt bald PNs schreiben an den Account. Und es war halt echt einfach mega lustig. Mega funny, haben wir mega gelacht. Unser ganzes Leben werden wir darüber noch lachen. So, Mr. Keine Ahnung. Habe ich jetzt echt zwei Enderpearls für ihn verschwendet? Dafür haben wir viele Dias. Und einen Bogen. Drei Dias und ich mache mir eine Hose. Jetzt irgendwas anderes zu machen, wäre doof. Ja, genau. Genau, wenn ich sage, kommen drei Dias. Aber ich glaube, ich muss erstmal den Typen. Okay, jetzt habe ich Zeit. So, dann brauche ich noch einen Helm. Und bin equipped. Der geht, dann werde ich das auch gleich mal aufnehmen. Aber dann habe ich schon mal drei Videos geschafft. Dann werde ich die alle schön rendern und hochladen und Thumbnails machen. Und ja. Okay, das war ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Okay, das wird knapp. Nicht wahr. Ich habe nicht vorher gesehen, wie viel Herd. War ich voll, als ich die Enderpearl geworfen habe? Das weiß ich nicht. Das habe ich vergessen. Habe ich Äpfel? Ach, ich will es nicht. Nein. Genau die gleiche Situation wieder. Okay. Okay, da habe ich echt mal ganz kurz ein bisschen daneben geaimt und ein bisschen was kassiert, aber trotzdem habe ich gewonnen. Danke fürs Zusehen, Freunde. Wir sehen uns am Dienstag, Donnerstag. Ey, ich muss gar nicht mal vorproduzieren. Also theoretisch schon für Samstag, aber Samstag bin ich eventuell ja noch. Ich bin Samstag auf jeden Fall zu Hause, aber ich bin Freitag wahrscheinlich spät erst zu Hause. Also muss ich wahrscheinlich noch ein Video aufnehmen. Aber ansonsten. Wenn es euch gefallen hat, eine positive Bewertung wäre sehr nett. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein und ciao. Ciao.